Die Energiewende wird auch die Architektur verändern. Bringen Fassadenmodule im Winter mehr Ertrag? Das ist das Thema von Autark, dem E3DC-Magazin. Gast im Studio ist Dr. Andreas Piepenbrink, Chef von E3DC, und zugeschaltet aus Leonberg haben wir Wolfgang Siekey. Er ist der Besitzer des Hauses, um das es heute geht. Herr Dr. Piepenbrink, heute sehen wir endgültig aus wie Kienzle und Hauser am Tisch beim ZDF, aber wir haben sozusagen so viele Unterlagen, wir müssten das heute mit dem Tisch machen. Ja, das sieht tatsächlich so aus, als sollte das eine ernsthafte Auswertung geben heute. Genau das machen wir, meine Damen und Herren. Wolfgang Siekey rüstete sein 10 Jahre altes Haus mit Photovoltaik, Hauskraftwerk aus, aber nicht nur die Photovoltaik auf dem Dach kam zum Zug, sondern auch Module an die Außenfassade. Warum? Im Winter steht die Sonne tiefer und er wollte die Sonne richtig ausbeuten für seinen Bedarf, denn er hat auch eine hungrige Wärmepumpe. Die Zusammenfassung. Wie rüstet man einen jungen Bestandsbau am besten auf möglichst autarke Eigenenergieversorgung um? Auch für den Winter. Diese Frage stellte sich Wolfgang Siekey und plante als Fachingenieur für Energieeffizienz die Autarkie für sein Haus. Diese ganzen Module, die es da gibt, die intelligent zu verknüpfen, sodass nachher eine effiziente Lösung hinten rauskommt, ja. So kam es zu Photovoltaikmodulen an der Fassade. Die große Frage: Schafft man damit Autarkie auch und gerade im Winter? Die Idee ist faszinierend, denn durch den niedrigen Sonnenstand in der dunklen Jahreszeit sind die vertikal montierten Module an der Häuserwand ideal. Starke Bewölkung sind ja mitten im Winter. Ja. Was bringt jetzt die Fassadenanlage? Das können wir ja gleich können mal schauen. Können wir gleich mal schauen. Also wir haben jetzt... Was sagt das Zeiteisen? Die App verrät mir 948 Watt. Ja, das ist annähernd natürlich schon 1 kW. Das ist annähernd 1 kW. Kann das Gebäude jetzt im Februar 2021 in dieser Konfiguration 100% Autarkie bringen? Die Fassaden-PV jedenfalls war keine zweite Wahl. Ganz im Gegenteil. Wir hatten ja nicht viel anderen Platz, als die Fassade voll zu nutzen. Und eben da so ausgerichtet, dass wir wirklich Sonne schon ab morgens auf der Südostseite haben und über den ganzen Tag immer unsere Module noch beschienen haben mit der Sonne. Der stetige Energiezufluss von Dach- und Fassaden-PV ermöglicht eine nahezu optimale Eigenenergieversorgung in der Kombination von Speicherung und modernstem Energiemanagement. So sah und plante man dann alles. Ja. 8, 12 Module passen in der Größe und auf die Südostfassade dann nochmal 6 Module. Das wird dann so ausschauen. Ob man dann vielleicht das Dach mit einbeziehen sollte, dass man eben mehr Photovoltaikleistung oben hat, weil man doch nicht alles runterkriegt. Okay. Ja gut, macht vielleicht Sinn, das mal zu überlegen, wenn man eben auch an die Tatsache denkt, das E-Auto steht vor der Tür. Ja. Das wird auch nicht das Letzte sein. Ich denke, je mehr, desto besser. Ja, Herr Siekey, sind Sie eigentlich jetzt so zufrieden mit der Dachanlage? Ja, das war wirklich noch ein Highlight. Da die Tendenz sowieso immer mehr zum zweiten Elektroauto geht, macht es durchaus Sinn, das dann gleich zu machen und so groß wie möglich. Also ich bin sehr zufrieden und ich bin froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Die Fassadenmodule sind so aufgehängt, dass die wärmedämmende Hülle des Hauses nicht beschädigt wird. Also Abstand ideal, reicht für die Hinterlüftung. Ja, genau. Und Kabel sind schön. Also Konstruktion selber für die Fassade ist ja nicht problematisch. Problematisch war hierbei einfach die Wärmedämmung mit 20 cm.
dann auch noch zu schauen, dass man keine Kältebrücke einbaut, das vernünftig zu lösen. Und das Problem bei 20% Dämmung ist einfach, dass die Gewichtsablastung unter aufgefangen werden muss. Hohe Autarkie ja, durch die Kombination von Aufdach- und Fassaden-PV. Aber amortisiert sich das Ganze auch irgendwann? Also Amortisationszeit war mir nicht das primäre Anliegen. Sie amortisiert sich nach 12 bis 13 Jahren rechnerisch, hängt ein bisschen von der Performance ab. Das wird sich zeigen. Viel wichtiger war mir eigentlich nur die Einsparung, die ich damit erzielen kann und vor allen Dingen diesen Eigennutzen, den Eigenverbrauch. Und anstatt irgendwas noch einzuspeisen, soll die Eigenenergie durch die intelligente Wallbox von E3DC in Zukunft nahezu komplett genutzt werden. Die Wallbox ist Teil des gesamten Konzepts und wird in Kürze auch eingebaut. Da gibt es momentan eine sehr hohe Nachfrage aufgrund der aktuellen Förderung. Und sobald die installiert ist, ist auch das Laden des E-Fahrzeugs mit einer Leistung von 11 kW möglich, was natürlich die Ladezeit deutlich verkürzt. Bei Familie Säckeli im heimischen, brezeligen Leonberg kommt die Wärme natürlich von einer Wärmepumpe. Hier ist der Energiebedarf längst komplett verstromt. Wolfgang Säckeli hat es geschafft. Die Nachbarn noch nicht. Aber Photovoltaikmodule und Hauskraftwerke von E3DC sind ja noch da. Herr Dr. Piepenbrink, ich habe ja gesagt, die Fassaden-BV verändert die Architektur. Jetzt kann man das richtig ausbeuten mit der Fassaden-PV. Ist das zu viel angekündigt oder stimmt das? Naja, the trend is your friend. Also die Schweizer machen es. Der Strombedarf im Winter wird mehr. Elektroautos, Wärmepumpen benötigen im Winter extrem viel Strom. Und der soll erneuerbar sein und nicht dreckiger Kohlestrom. Und daher ist das auch durch die hohen Effizienzen von monokristallinen Modulen eine gute Idee, die an die Fassade zu machen. Obwohl man dort auch ein Festigkeitsproblem und ein Montageproblem lösen muss. Und wie soll ich sagen, und nicht wie früher Dünnschichtmodule nehmen kann, sondern auf die Effizienz setzen muss und die Module auch belüften muss, was auf dem Dach natürlich einfacher ist. Aber diese Aufgaben lassen sich lösen und wir haben selber Beispiele gedreht, nicht nur bei Herrn Seekay, Sie erinnern sich an das Mehrfamilienhaus in Esch. Das heißt, ja, ganz klar, das wird mehr Einzug halten, weil wenn das Dach am Ende ist, dann muss die Wand her. Schauen Sie mal, wir können das mal einblenden. Wir sehen hier ein Haus von 1994 und von 2016. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass sich selbst bestehende Architektur verändern kann. Klar, in dem Fall ist ja die ganze Fassade verkleidet. Aber ich habe halt immer das Problem bei monokristallinen Modulen, die sehr viel Leistung haben und kaum weniger Ertrag, sagen wir mal 30% weniger Ertrag als eine Aufdachanlage. Aber ich habe das Problem, ich muss es hinterlüften und befestigen. Mhm. Und das klingt einfach, aber ich greife ja, ich meine, Herr Seekay wird es wissen als Bauingenieur, ich greife ja in die tragenden Teile ein und auch ins Wärmeschutz, in den Wärmeschutz. Und ich muss auch aufpassen, dass das nicht schimmelt und gammelt. Und die Schweizer haben es vorgemacht. Vielleicht können wir noch ein paar andere Beispiele zeigen. Ja, hier sieht man es an einem Mehrfamilienhaus. Es ist auch sehr, sehr schön gemacht. Man sieht es fast gar nicht. Man sieht, dass es immer ausgewählte Architekten sind. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Designthema und die Kosten stehen nicht im Vordergrund. Mhm. Wir haben ja auch weitere Beispiele gedreht bei Autark, dem E3DC Magazin, da haben wir tolle Beispiele gehabt. Hier haben wir es zum Beispiel gehabt, das ist sogar in einem Kinofilm von uns drin, wissen Sie noch, Herr Piepenbrink? Selbstverständlich. Das ist ein tolles Haus, das kann sogar nicht nur sich selber versorgen, sondern das konnte gerade auch durch die Fassaden-PV sogar andere Häuser mit versorgen. Richtig, und wie wir ja noch sehen werden, insbesondere im Winter ist die Fassade mindestens so stark wie das Aufdach. Von daher ist das jetzt nicht eine niedliche Ergänzung, sondern eine dringend notwendige Autarkiesteigerung in den Monaten Dezember, Januar, Februar. Ja, genau das wollte Herr Seekay wissen.
zugeschaltet aus Leonberg. Nochmal herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung. Ganz kurz gefragt vorneweg, was wollten Sie eigentlich erreichen? Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Fassaden-PV zu machen? Also, der eigentliche Grund ist letztlich, diese Selbstversorgung anzugehen und vor allen Dingen jetzt nicht irgendwie einzuspeisen bei der Produktion, sondern das, was jetzt dann an Erträgen vom Himmel kommt, auch wirklich über den Speicher dann im weiteren Tagesverlauf oder im Nachtverlauf dann auch nutzen zu können. Weil viele Anlagen in der Vergangenheit sind eben so gebaut, dass sie sehr viel Überschuss produzieren. Und jetzt in Kombination mit einem Akku macht es durchaus Sinn, die Anlage so zu konzeptionieren, dass sie eben den Strombedarf, der dann auch über die Nacht- oder Abendstunden entsteht, dann gut abdecken kann. Wir steigen mal tiefer in die Analyse rein. Zum Beispiel nehmen wir mal den Februar, also direkt im Tal der Tränen. Und wenn wir uns das anschauen, ist das echt eine gute Bilanz im Februar. Ja, das ist eine fantastische Bilanz und man hat es an den Treckerkurven gesehen. Die Fassade überholt das Aufdach im Februar und bringt sagenhafte 65% Autarkie mit Wärmepumpe. Allerdings nicht vergessen, Herr Sekey hat sein Haus wahrscheinlich selbst geplant und wird einen Wärmebedarf pro Quadratmeter haben, der vielleicht nicht mal 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter hat. Das heißt, die Wärmepumpe braucht extrem wenig Strom, aber man sieht hier sehr, sehr schön, dass sobald direkte Strahlung da ist, die ausgenutzt wird. Ja? Also die zweite, also quasi der zwei Drittel vom Februar ist quasi schon ein April. Und das ist einfach der wertvollste Beitrag der Fassadenanlage. Ja, wir sehen, er hat einen hohen Eigenstromverbrauch, für über 70% nutzt er. Er hat eine hohe Autarkie. Ganz kurz Einsatz zur Batterie. Wir sehen hier, das ist ganz typisch, dass die Batterie schwer ackert. Sie nutzt eigentlich wirklich den kostbar produzierten Eigenstrom im Winter richtig aus. Ja, sie macht genau das, was sie soll, weil genügend Solar zur Verfügung steht, den sie speichern kann und den sie dann der Wärmepumpe und sogar dem Elektroauto geben kann. Und wie soll das funktionieren ohne Speicher? Würde man fast sagen, ist der Speicher im Winter wertvoller als im Sommer? Nein, aber mindestens genauso wertvoll, weil die Produktion da ist durch die Fassade. Also normalerweise würde man sagen, im Februar eine Autarkie von 64% zu erreichen, ist völlig unmöglich. Ja. Das zeigt es. Warum kann er das jetzt? Ja, er kann das, weil er zu seinen 16 Aufdachmodulen, ich glaube sogar 27 Fassadenmodule hat, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Und die sind, wie man sehr schön sieht, nicht nur im Haus ideal ausgerichtet, sondern wir haben es ja mal gerechnet vor der Sendung im PV Gisterferenzki, ist vielleicht für die Zuschauer interessant. Vielleicht gehen wir gleich auf die Folie 3, genau. Hier sieht man den direkten Vergleich von Aufdach zu Fassade. Man sieht, dass der Sommer natürlich die Aufdachanlage wesentlich stärker macht. Das interessiert aber hier nicht, weil im Sommer habe ich Strom im Überfluss. Was man aber sieht, ist, dass im Januar die Fassade bei 1 Kilowatt Peak 90 Grad sogar stärker ist als das Aufdach und insbesondere im November, Dezember. Das heißt, in den drei schlechtesten Monaten ist bei Herrn Sekey ein Fassadenmodul stärker als ein Aufdachmodul. Und das ist die Botschaft. Und da müsste man ihn jetzt selbst fragen, aber wahrscheinlich ist genau das der Grund. Das heißt, er wollte nicht mehr Strom im Sommer, sondern er wollte in den schlechtesten Monaten einfach das Beste machen, wobei das Aufdach nicht wesentlich mehr hergibt, so wie die Module aufgeständert sind. Also das, was Sie gesagt haben, sieht man hier. Das Blaue ist die Fassadenanlage. Ne? Genau. Und da sehen wir, dass im Januar und Februar ist die im Prinzip ja stärker als die als genau, Aufdach. Genau, das wären jetzt Kilowattstunden pro Kilowatt Peak pro Monat. Aber man sieht das, dass das 1 kW Peak Fassade im Januar fast 30 Kilowattstunden macht. Das ist viel. Und selbst im März, wenn die Sonne wieder rein richtig loslegt, schlägt sich die Fassaden-PV in ihrer Darstellung gar nicht so schlecht. Ja, genau. Und jetzt könnte man noch philosophieren und könnte sagen, die Fassaden-PV hat einen wesentlich gleichmäßigeren Verlauf und vermeidet diese Übereinspeisung im Sommer. Das heißt, theoretisch hätte ich jetzt nur Fassade und kein Aufdach, wäre ich sozusagen vom Autarkiegrad kein Deut schlechter. Und ich würde sogar den Überschuss im Sommer vermeiden, den ich zwar anderen geben kann, aber er kostet mich ja in erster Linie auch, sagen wir mal, Dachfläche.
Also das sieht man hier sehr schön, das haben Sie gerade gut gesagt, hier im Sommer ist es relativ gleich, es ist gar nicht mal so groß unterschiedlich, das heißt, das Tal der Tränen ist, nach der Grafik zumindest, im Winter gar nicht so tief. Das Tal der Tränen ist fast gar nicht mehr da, weil Herr Sekay inklusive Wärmepumpe fast keinen Monat hat unter 25% im Jahr. Herr Sekay, Sie haben ja das selber auch mal ein bisschen überprüft. Sie haben ja unterschiedliche Strings. Sie haben ein String, das sind die Fassadenmodule. Ein String, das ist Aufdachmodule mit ein paar Fassadenmodule. Sie haben gerade die Grafik gesehen. Sie haben auch eine Grafik dazu erstellt. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen? Also das kann ich zu 100% bestätigen, dass wir eben diese Verschiebung vom Astprofil oder von den Erträgen hin zum Winter bekommen. Und das deckt sich auch absolut mit meiner Prognose. Und genau das war auch das Ziel und auch der primäre Gedanke bei der Installation und der Planung dieser PV-Anlage in Summe. Man muss dazu wissen, das Dach war ursprünglich gar nicht dafür, also wollte ich zuerst gar nicht dafür heranziehen und habe mich dann kurzfristig dazu entschlossen, das doch zu tun, aufgrund auch dieser gesetzlichen Änderungen, die da im Raum standen. Und da bin ich quasi auch gut gefahren. Grundsätzlich ist die Anlage zu groß aktuell. Sie produziert viel mehr, als ich tatsächlich verbrauchen kann, sodass eben diese Autarkie gerade auch zustande kommen. Aber grundsätzlich ist es so, die Fassade bringt genau diesen Vorteil im Winter, den ich eben für meinen Bedarf für die Wärmepumpe zur Beheizung meines Passivhauses mit dem sowieso niedrigen Heizwärmebedarf dann doch noch benötige. Sie haben eine schöne Grafik dazu angefertigt, da schauen wir mal rein. Und da sehen wir genau, Herr Dr. Piepenbrink und Herr Sekay, nehmen wir den Januar, ne? Da sehen wir tatsächlich, dass der Tracker 2, also da, wo sozusagen die Fassadenmodule sind, haben wir 117 Kilowattstunden und die Aufdachanlage mit ein paar Fassadenmodulen bringt 86 Kilowattstunden. Im Februar bringt die Fassadenanlage 357 und die Aufdachanlage 320. Und jetzt wird es ganz interessant. Im März, wenn es richtig losgeht, schlägt sich die Fassadenanlage fast gleich und im April auch noch. Das heißt, das, was wir gerade in der ersten Folie gesehen haben von Herrn Dr. Piepenbrink, deckt sich eigentlich wirklich exakt mit dem, was die realen Werte sind. Absolut, ja. Das ist unglaublich, weil er fast im Winter bei über 60% Eigenversorgung liegt. Aber nicht vergessen, das Haus ist Passivhausstandard und die Wärmepumpe ist extrem sparsam. Aber Sie erinnern sich nur an meine Formel, für wie die Wärmepumpe mit PV den Eigenversorgungsgrad decken kann. Da würde wahrscheinlich rauskommen, dass die Anlage gerade groß genug ist, um bilanziell die Wärmepumpe 100% zu decken. Aber es gibt noch den Komfortstrom. Es steckt noch etwas drin. Schauen Sie mal, Dr. Piepenbrink, bei April hat einen Autarkiegrad von 99%. Unfassbar, ja. Das ist unfassbar. Schon im April, schon jetzt. So, und jetzt kommt die Conclusio. Herr Sekay, Sie haben es geschrieben, im Winter beträgt der Mehrertrag pro Fassadenmodul rund 68%. Sind Sie damit zufrieden? Ich glaube, damit muss man und kann man sehr zufrieden sein. Ja, ich habe das einfach mal herangezogen, diese Auswertung, damit man mal erkennt, was sind denn jetzt die wirklichen Erträge pro Modul. Ich habe es jetzt aufs Modul untergerechnet. Man könnte es auch aufs Kilowatt-Peak rechnen. Das wäre aber das gleiche Verhältnis, sodass man ganz gut erkennt, jetzt in meinem Fall, das muss man vielleicht auch immer wieder betonen, so wie der Herr Piepenbrink auch sagt, zum einen ist es das Passivhaus, zum anderen sind die Randbedingungen so, dass das Pultdach letztlich in die völlig falsche Richtung geneigt ist. Also ich kann und will nicht konkurrieren mit einem Objekt, was jetzt, sage ich mal, eine Standardausrichtung 30 Grad Süd hat, sondern es geht letztlich wirklich nur darum, für jedes Objekt spezifisch eine Lösung zu finden, die sich eben mit dem Bedarf des Kunden und diesen Randbedingungen eben auseinandersetzt und daran auch orientiert ist. Und in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass eben die Fassade mit knapp 70% klar im Vorteil liegt gegenüber diesen Dachmodulen. Und das habe ich damit erreicht, mein Ziel. Und so wie Herr Piepenbrink auch sagt, ich denke, es würde bilanziell im Winter aktuell tatsächlich nur zur Deckung des Bedarfs der Wärmepumpe reichen, wenn überhaupt. Wobei man auch sagen muss, der diesjährige Januar war ja wirklich, wie sagten Sie immer so schön,
ein saurer Gurkenmonat, also mit wenig Solarabhängen. Trotzdem mit 21% Autarkie im Januar bin ich mehr als zufrieden. Und was wir sehen, Sie haben es gerade gesagt, wir können mal auf die Grafik gucken. Wir haben 68% im Januar, sind die Fassadenmodule besser, im Februar 25%. Und Herr Dr. Piepenbrink, im März und April können Sie sehen, sind die Fassadenmodule 10-16% schlechter. Das heißt, es ist geschenkt. Da können wir sagen, die Fassadenmodule sind auch für die anderen Monate gut. Keine Frage, aber wie Herr Sekey das gerade gesagt hat, das bezieht sich ja auf die vergleichsweise nicht optimale Ausrichtung im Pultdach. Aber es ist auch egal, weil jedes Haus ist, wie Herr Sekey gesagt hat, ein individuelles Objekt und muss entsprechend konfiguriert werden. Ich möchte aber noch eins sagen, gerade wird ja das Gebäudeenergiegesetz geändert, weil auch das Bundesumweltministerium begriffen hat, dass man den erneuerbaren Anteil in der Heizung erhöhen muss. Und das ist exakt das, was Herr Sekey gemacht hat. Und das wird in Zukunft nicht nur incentiviert, sondern da werden auch spezielle Förderprogramme drauf ausgelegt. Und CO2-technisch ist ja ein Gebäude, interessiert ja Stand heute, der Komfortstrom gar nicht. Die Bauindustrie, ich meine, Herr Sekey wird es besser wissen als ich, aber wenn wir mit Dr. Mahler und Herrn Neumann sprechen, dann ist der Komfortstrom in der Gebäudewirtschaft nicht vorhanden, aber sehr wohl das Heizsystem. Und nach der Definition hätte Herr Sekey ein komplett klimaneutrales Gebäude durch sein Fassadenmodul. Und das lässt sich sehr, sehr einfach mit seinen Zahlen auch beweisen. Und das ist eigentlich mustergültig. Weil den Komfortstrom und das Elektroauto ist puristisch gesehen in der Bauwirtschaft nicht drin. Und das werden wir auch nicht mehr erleben, bevor wir diese Erde verlassen. Das heißt, das Gebäude ist prinzipiell eine thermische Hülle und da betrachtet man, wie der CO2-Verbrauch der Heizung und von dem Gebäude ist. Und das hat er sozusagen komplett annulliert, weil er sich komplett erneuerbar beheizt. Und das muss man erstmal bringen. Könnte man jetzt sagen, wenn ich eine Wärmepumpe habe, sind Fassadenmodule fast zwangsläufig nötig? Ja, selbstverständlich, weil es sei denn, Sie haben ein so großes Dach. Aber wer hat in einem Einfamilienhaus, sagen wir mal, ich baue ja gerade selber, also 15 kW Peak, da fangen die Schmerzen schon an. Und ich muss ja auch den Flächenbedarf sehen. Ich kriege einfach nicht auf das Dach so viel drauf. Und das sieht man ich habe ihn schon mal erwähnt, beim Stefan Kornick, da baut sich dann eine Terrasse. Das kann man auch alles machen. Mhm. Aber die Fassade ist der logische Schluss. Oder bei Frau Dr. Lippmann, die würde sich vielleicht dann einen Zaun aus Solarmodulen bauen. Aber die 90-Grad-Aufständerung von Modulen ist der nächste Schritt, um den CO2-Footprint im Winter von der Heizung runterzukriegen. Und womit soll er denn sein Elektroauto beladen? Mit Kohlestrom oder mit Solarstrom? Das heißt, da geht die Reise hin. Und das ist nicht anders machbar in Zukunft. Und die Kosten sind vergleichsweise überschaubar. Und wie schon eingangs gesagt, Dünnschicht ist keine Alternative. Die Wirkungsgrade sind zu schlecht. Und monokristallin, da geht die Leistung hin. Und wir haben es gesehen, am qualitativen Verlauf, besser geht's nicht. Das heißt, das Fassadenmodul ist nicht irgendwie eine minderwertige, super teure Technik, sondern das ist eigentlich der Standard, wenn ich mir das Winterproblem vorknöpfe. Nur, Deutschland ist sehr renditeorientiert und die Incentivierung von Häusern ist immer noch falsch, weil sie nicht den Eigenstrom für die Heizung bevorteilt. Aber was Herr Sekey macht, ist quasi eine Blaupause für einen neuen Baustandard. Müsste man so machen, das wird man auch sehen. Das heißt, ich müsste eigentlich nicht KfW 40 Plus fördern, sondern ich müsste gucken, wie ist denn die CO2-Bilanz vom Heizsystem? Mhm. Und die ist bei ihm natürlich ideal, weil wie soll er seinen erneuerbaren Anteil in der Wärmewende noch steigern? Er kann das gar nicht. Und das ohne eine Kilowattstunde Gas. Herr Sekey, Sie haben gerade die ganze Zeit genickt zu dem, was Herr Dr. Piepenbrink gesagt hat. Das können Sie wahrscheinlich als Ingenieur genauso unterschreiben. Sofort und vollständig. Und also da gibt es eigentlich letztlich auch nichts mehr dazu zu ergänzen. Es wäre natürlich schön, wenn man tatsächlich im Winter noch etwas mehr produzieren könnte. Da müsste man vielleicht wirklich schon eben auch in der Planung von neuen Gebäuden oder gerade in der Sanierung
wirklich hingehen und sagen, wir konzeptionieren das Gebäude eben nicht auf KfW 40 plus, sondern ich spinne jetzt mal rum auf KfW 0. Ja, das gibt es natürlich nicht, wird es auch wahrscheinlich nicht geben. Aber letztlich diesen Autarkiegrad und diesen Gedanken hin, diese Energie, die man benötigt, bestmöglich selbst zu produzieren und zu nutzen, das kann und sollte eigentlich in Zukunft auch gar nicht mehr anders erlaubt sein, nach meiner Ansicht. Nun haben wir noch eine zweite Spezifität. Wir haben die Module nicht einfach flach auf dem Dach, sondern sie sind aufgeständert. Das schauen wir uns im Film nochmal kurz an. Auf das Dach kamen nicht einfach nur ein paar PV-Module drauf, sondern mit einer besonderen Überlegung wollte man die Ausbeute erhöhen. Also wir haben das hier so ausgerichtet, mit einer 10-Grad-Aufständerung Richtung Südosten auf einem nach Nordosten geneigten Dach. Eigentlich eine ganz schlechte Ausrichtung. Trotzdem bringt diese Aufständerung hier oben auf dem Dach viel mehr, als ich erwartet hätte. Gerade bei solchen Tagen wie heute, dann so mit diffusem Licht, mit wenig Sonneneinstrahlung, übertrifft tatsächlich in dem Moment auch die Fassadenerträge, glaubt man gar nicht. Und das hat mich zu dem Gedanken überwogen, Mensch, also beim nächsten Mal machst du das anders. Da verzichte ich auf die 5% mehr Ertrag durch die Aufständerung von 10 Grad und schiebe die Module alle zusammen und verdopple einfach die Menge, weil ich durch diesen Abstand auch so viel hinbekommen würde und kann diesen Verlust, den ich durch die Aufstellung verliere, von 5% mehr als kompensieren. Dabei machte sich Wolfgang Seckeli auch darüber Gedanken, welches Trägersystem für die Module in Frage kommt und wie er es nutzen möchte. Also die Grundbefestigung bilden diese Aluminiumschienen. Das ist das System von K2. Auf diesen Schienen werden diese Halterungen montiert und auf diese Halterungen wird letztlich das Modul montiert. Und dann muss das Ganze noch beschwert werden. Und dazu haben wir uns jeweils oben und unten am obersten und am untersten Punkt eine Betonplatte als Beschwerung eingesetzt. Und da wir eine pragmatische Lösung für Ballastierung am hinteren Ende, wo der Wind angreifen kann, noch überlegen mussten, haben wir uns gedacht, naja, wie realisieren wir das? Weil groß Auflast auf das Dach aufbringen ist nicht so gut, weil das Dach einfach diese Reserve nicht mehr so hergibt. Und dann kam ich irgendwann mal auf die Idee, auch ganz profan und pragmatisch, ich habe Substrat da, ich habe es gewogen, es wiegt genauso viel wie eine Betonplatte, wenn ich es in ein Gefäß fülle und dorthin positioniere. Und dieses Gefäß ist so simpel wie einfach ein Blumenkasten. Zwei Blumenkästen, 80 cm voll machen, dahinter stellen, 14 cm hoch, reicht, funktioniert hervorragend. Und ich habe nicht zusätzliches Gewicht aufs Dach aufgebracht, sondern ich habe das, was da ist, sinnvoll genutzt. Genial. Schritt für Schritt zur Autarkie. Normalerweise wird über die Modulbefestigung nicht viel nachgedacht. Doch hier spielt es eine Rolle. Es lohnt sich also, auch dieses Thema ernst zu nehmen und in die Überlegungen mit einfließen zu lassen. Herr Seckeli, warum haben Sie die Module aufgeständert? Der Grundgedanke war im Endeffekt die Lehrbuch. Ausrichtung. Und vielleicht noch mal kurz zur Vorgeschichte. Wie gesagt, Dachmodule hatte ich im ersten Gedanken überhaupt nicht vorgesehen, sondern mir ging es von vornherein darum, die Fassadenmodule oder die Fassadenanlage zu errichten. Und während der Ausführung kam eben dieser Gedanke, naja, wie läuft denn das mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen? Bezüglich dieser EEG-Regelung und dieser Einspeiseregelung. Und ich habe dann ein bisschen gepokert und habe gesagt, okay, letztlich wird es wahrscheinlich so kommen, dass diese Grenze angehoben wird. Das hat sich auch bewahrheitet.
Und der zweite Grund, die Dachmodule aufzubauen, war letztlich die Tatsache, dass sich mein Stromverbrauch in Zukunft auch nochmal ein Stück weit erhöhen wird. Und aus heutiger Sicht würde ich die Module tatsächlich anders montieren, also eben nicht aufgeständert und mit entsprechendem Abstand zueinander, damit sie sich eben nicht verschatten, sondern diese Aufständerung tatsächlich annullieren, für meinen Fall oder für mein Dach gesprochen, und die Fläche dann komplett auslegen. Das würde unterm Strich wesentlich mehr Ertrag, gerade in diesen dunklen Monaten, Dezember, Januar, Februar, bringen. Was man auch nicht vergessen darf, es ist sehr interessant zu erkennen, dass diese diffuse Strahlung an trüben Wintertagen, wenn jetzt nicht gerade Schnee liegt auf den Modulen, dass diese diffuse Strahlung einen sehr großen Anteil dazu beiträgt, dass eben Strom produziert wird. Selbst bei Regen, bei Schnee, bei Nebel, es ist immer unterschiedlich viel und oder unterschiedlich wenig, je nach Tag. Aber letztlich ist das ein großer Anteil, und das würde mich dazu wirklich nochmal bewegen. Oder wenn ich das früher hätte berücksichtigt hätte, hätte ich auf diese Aufständerung verzichtet und hätte wirklich das komplette Dach dann nochmal voll ausgelegt. Darf ich das mal laienhaft zusammenfassen? Das heißt, Sie haben jetzt sozusagen durch die Aufständerung hocheffiziente Einzelmodule, aber Sie verlieren so viel Fläche, dass Sie trotzdem Power verloren haben. Das ist richtig, weil die Aufständerung, die sind gerade mal 10 Grad, und damit wirklich vom ersten Moment an keine Verschattung stattfindet bei diesen Modulen, bei diesen Abmessungen, ist etwas mehr als ein Meter Abstand zwischen den Reihen. Und die Module haben eben einen Meter in der Breite, und letztlich komme ich zu dem Schluss, dass man eben diese Aufständerung hätte sparen können und stattdessen lieber nochmal 10 oder auch 14, 15 Module, eben was geht, bei meinem Dach dann draufgepackt hätte. Das wäre im Endeffekt, denke ich, unterm Strich, da bin ich auch überzeugt, wesentlich besser geworden. Sehen Sie, das ist die Strafe, weil Sie Ingenieur sind. Ich als Amateur, ich als Geisteswissenschaftler hätte gesagt, ah komm, Module rauf, was geht. Ich wäre gar nicht auf das Thema Aufständerung gekommen. Aber hat er recht, Herr Dr. Piepenbrink, wenn er jetzt einfach die Module flach drauflegt, bringt ihm das wirklich wesentlich mehr? Selbstverständlich hat er recht, weil sein Pultdach ist, glaube ich, 12 Grad. Das reicht. Ende der Durchsage. Und wenn er jetzt von, ich sag mal, rechnerisch 22 unter Freunden auf 12 runtergeht, dann wird er, wir können ja das Neigungs- und Ausrichtungsdiagramm mal zeigen, er wird fast nichts verlieren, aber dadurch, dass er die Module quasi nahtlos aneinander bauen kann, wird er sehr viel gewinnen. Möglicherweise, hat er im Vorgespräch gesagt, der Herr Sekay, 10 bis 16 Module nochmal, und wie viel das dann bedeutet, das können Sie sich ausrechnen. Das heißt, da hat er nochmal eine Steigerung von 25% im Ertrag. Schauen wir mal auf die Grafik Neigung und Ausrichtung. Das heißt ja, das sehen wir ja, das ist sozusagen der grüne Streifen, ist genau das, was uns sozusagen das anzeigt. Ja, dieses Diagramm ist eigentlich sehr simpel. Man kann daraus sozusagen alle drei Konfigurationen von Herrn Sekay ablesen. Wenn wir mal in den Süden gehen, den grünen Streifen, ja, bei 0, mhm. Das wäre sozusagen sein Fassadenmodul, ja. Da würde man unten in der Legende sehen, dass das theoretisch bei 70% versus idealer Aufdach 35 Grad ist, was ihn aber nicht interessiert, weil er hat das ja schon bewiesen. Und dann sein Pultdach, das wäre jetzt sozusagen die lila Geschichte, ja, da liegt er dann beim Winkel von 22, ja, wo jetzt die 100% steht, südlich 28 Grad Neigung. Und da geht er jetzt, indem er 10 Grad zurücknimmt, nochmal einmal nach oben. Das heißt, das kostet ihn vielleicht unter Freunden 5 bis 10%, aber er kriegt ja erheblich mehr Flächenleistung dazu. Das heißt, natürlich hat er recht. Und vielleicht kann man das nochmal zeigen. Es soll jetzt keine Forschungssendung werden, aber mich fasziniert das, diese Grafik diffus versus direkte Strahlung. Das kann man vielleicht auch nochmal zeigen, weil es ist ja in der Photovoltaik so wie beim Segeln, Herr Ferenczky. Es gibt Geschichten, ja, und jeder interpretiert die auf seine Weise. Aber Herr Sekay hat ja gerade gesagt, die diffuse Strahlung. Und wie wichtig die ist, das kann man noch mal kurz zeigen.
Hier sieht man es ja sehr schön. Das Gelbe wäre also der diffuse Anteil und man sieht, wie groß der ist. Also im Sommer 50%, im Winter, also im Februar, März auch noch recht groß und selbst im Januar teilweise noch da, im Dezember natürlich eher weniger. Aber das ist ein großer Anteil und da spielt die Ausrichtung überhaupt keine Rolle. Und das ist der Grund, warum man mit Recht sagen kann, wenn du jetzt ein Problem in der Ausrichtung hast, dann arbeite mit der diffusen Strahlung, wenn es um Winterautarkie geht. Und dann geht es eben nicht um die direkte Strahlung alleinig. Und das haben wir jetzt ja an seinem Haus schon bewiesen. Das ist ja das, was wir immer sagen. Im Winter haben wir mehr diffuse Strahlung und darauf kann man eigentlich gehen. Naja, mehr, also prozentual schon etwas mehr, aber die diffuse Strahlung ist eigentlich immer stark. Sie ist eigentlich stets und ständig 50% der Miete, außer im sauren Monat Dezember. Haben Sie vor, das zu ändern? Wollen Sie noch was machen auf dem Dach oder sagen Sie, komm, ist wie es ist? Das hängt ein bisschen davon ab. Ich warte jetzt mal ein Jahr ab. Das ist mal der Plan, damit ich mal das ganze Jahr betrachten kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich es ändere. Und das werden wir dann sehen. Vielleicht machen wir dann nochmal einen Film dazu und nochmal eine zweite Auswertung. Fakt ist, dass ich diese Erkenntnisse letztlich in der Projektierung oder in der Umsetzung von anderen Objekten nutze, zum Wohl eben meiner Kunden. Und diese Informationen aus diesem, ich sag mal, Referenzobjekt, die helfen den Kunden, das gut zu verstehen. Also das veranschaulicht im Endeffekt die Thematik sehr gut. Und ich habe da wirklich auch sehr viel Resonanz dazu bekommen. Was haben Sie denn für Resonanz bekommen? Also durchweg positiv und wirklich sehr groß. Also so groß, dass wir aktuell über 5 Projekte in der Planung haben, die genau in die Richtung gehen. Also die bekommen alle nochmal eine PV-Anlage. Manche davon haben auch umgeschwenkt, in der ersten Planungsphase zu sagen, hey, klar, nicht nur Dach, sondern nee, wir packen das gleich auf die Fassade. Das hat die Menschen wirklich überzeugt. Das hat mich sehr gefreut. Ich unterstütze natürlich die Bauherren bei der Umsetzung. Und es ist mittlerweile auch schon ein Objekt aus den letzten Jahren, was wir saniert haben, jetzt bereits in der Umsetzung, ebenfalls mit Fassadenmodulen, auch aufgrund meiner Darstellung und aufgrund dieser ganzen Thematik. Und das ist im Endeffekt die Resonanz, die mir zugeht. Und das motiviert mich, da so genau in diese Richtung weiterzumachen und es weiter zu forcieren und wirklich auch einen auf die Spitze zu treiben, was die Eigenversorgung angeht, ohne dass man jetzt gleich die Energieversorger außer Geschäft lassen, ohne Geschäft lassen. Wenn wir schon beim Thema Optimieren sind, Herr Dr. Piepenbrink, wie könnten wir ihn denn noch optimieren? Er hat ja jetzt, klar, er hat durch die Fassadenmodule, hat er mehr Strom im Winter für die Wärmepumpe, aber den braucht er ja im Sommer nicht so richtig. Und er hat ja sogar schon im Januar, Februar, März insgesamt 32% Netzeinspeisung. Das heißt, wir können eigentlich schon vorwegsehen, dass die Netzeinspeisung im Sommer dramatisch hochgehen muss. Jetzt fehlt ihm Elektromobilität. Macht Herr Seekehr ja. Hat ja ab Februar jetzt die Wallbox. Das heißt, er kann ja intelligent den Überschuss umladen. Damit wird es auch nicht schlechter. Ja, was kann man machen? Er hat es ja gesagt, er wird möglicherweise die Anzahl der Aufdachmodule vergrößern. Dadurch gibt es nochmal einen kleinen Vorteil. Aber ich meine, der Physik sind natürlich Grenzen gesetzt. Ja, er müsste ja, um vollautark zu werden mit Solar, was physikalisch nicht sinnvoll ist, nochmal viermal so viel haben. Das wird sich nicht machen lassen. Aber ich denke mal, er wird mit Elektroauto auf weit über 80% Klimaschutz oder Autarkie, was dasselbe ist, kommen und das ist eine Referenz. Die Wallbox hat er oder kriegt er und dann kann er sozusagen den Überschuss ohne weitere großen Investitionen super gut nutzen. Klar, sieht man ja, wenn man nochmal die Kurve vom Januar oder Februar anguckt, auch da sind ja, nehmen wir mal den mindestens den Februar, auch da sind ja schon hellblaue Netzeinspeisungsanteile, die hätte er ja alle umladen können. Haben Sie vor, sich ein Elektroauto zu kaufen oder haben Sie schon eins? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ja, ich habe schon ein Elektroauto und diese Überschüsse, die der Piepenbrink da genannt hat, die sind tatsächlich nach dem Laden des Elektroautos entstanden.
weil ich schlichtweg nicht mehr hatte, wohin mit der Energie. Also es gibt wirklich die Tage, wo ich letztlich wirklich alle Speicher voll habe. Das Haus ist auf 24 Grad geheizt, viel zu warm eigentlich. Ich kann lüften durch die Fenster. Das ist wirklich letztlich fast schon eine Art Verschwendung, wenn man das so sehen möchte. Aber es ist wirklich an Tagen so viel Überschuss, dass man theoretisch die Nachbarschaft noch mit Strom versorgen könnte. Und diese Wallbox, die automatisiert und also automatisiert diesen Prozess des Ladens von einem Elektroauto. Das habe ich bis jetzt noch händisch gemacht, da sie noch nicht in Betrieb war. Aber das wird sich in Zukunft eben noch wesentlich komfortabler darstellen lassen. Und die Investition ins nächste Elektroauto, die ist gedanklich schon gefasst. Was es wird und wann es wird, ich hoffe bald. Aber das werden wir dann sehen und das würde dann genau das eben mit abdecken. Ich würde dann die Möglichkeit haben, beide Autos zu laden. Ja, da wurde schon der nächste Punkt angesprochen. Wir haben es ja schon oft in Sendung gehabt. Es kommt die EU-Rahmenrichtlinie, die sehr unkompliziert es ermöglicht, die Nachbarn zu versorgen. Wissen Sie noch, in Esch das Haus, da hat das Haus mit den Fassadenmodulen schon die Nachbarhäuser mitversorgt. Und das werden wir wahrscheinlich wirklich zu sehen bekommen, dass solchen Häusern der Strom aus den Ohren rauskommt und sozusagen andere in der Siedlung versorgt werden. Wenn wir beide weiter kämpfen, dann ja. Ansonsten, die Energieversorger sehen das anders, Herr Ferenczky. Sie wollen das nicht. Weil die Nachbarn kriegen ja den Solarstrom von Herrn Sekey gratis, weil der ja physikalisch ins Nachbarhaus fließt. Sie werden lachen. Ich habe schon den Gedanken gefasst, die Wallbox so zu konfigurieren, dass meine Nachbarn bei Bedarf auch kostenlos Strom tanken können. Weil bevor ich es einspeise für nichts, da kann ich es auch an die Nachbarn verschenken. Also es ist wirklich so ein Lieblingen, der vorbeikommt. Nicht schlecht, ja. Die Konklusion. Das, was wir jetzt besprochen haben, dass tatsächlich Fassaden-PV so viel bringt. Mhm. Wir haben jetzt 20 Jahre Energiewende. Da haben wir die Leute dazu versucht zu motivieren, ihre Photovoltaikmodule aufs Dach zu packen. Mhm. Dann wurde mal gesagt, naja, schaut mal zu, wie groß euer Verbrauch ist und das begrenzt man mal. Und die 10 kW Peak-Regelung hat das ja echt abgedämmt. Ja. Jetzt sind wir dabei, dass wir sagen, ja, komm, macht jetzt das Dach komplett voll, es kommt die E-Mobilität dazu und so weiter und so fort. Aber, sage ich mal, das Erschütternde an dem Film und an unserer Sendung ist ja, wir haben ja eigentlich gewaltiges PV-Potenzial völlig außer Acht gelassen, indem wir gar nicht an die Fassaden gedacht haben. Da hätten wir vor 20 Jahren doch auch schon dran denken können. Hätte man, aber vor 20 Jahren wäre das noch etwas teurer gewesen. Man hätte es definitiv nicht gemacht. Und da war genau, was Herr Sekey gesagt hat, die Conclusio ist, es geht einfach um den Gebäudeeigenverbrauch, es geht um den erneuerbaren Anteil beim Heizen und es geht nicht um viel PV oder Einspeisung. Es geht allein darum, wie die Energiewende im Gebäude umgesetzt ist. Und es geht nicht darum, wie viel Kohlestrom beim Herrn Sekey ins Haus fließt. Dagegen kann er sich nur wehren, indem er selber sein Gebäude möglichst schützt. Und er schützt es, indem er überhaupt keinen Primärenergiebedarf vom Netz oder von irgendeinem Kohlekraftwerk mehr braucht, sondern selber machen und im Winter. Und das ist ein High-End-Thema und dafür braucht man das. Das heißt, man kann sagen, die Module sind ja so preisgünstig geworden, dass wir die Fassaden-PV mitdenken können. Absolut. Und die Monos, wie sie heißen, haben sich nun endlich durchgesetzt. Es gibt fast keine Poly-Verbau mehr. Es gibt keine Dünnschicht. Das heißt, es gibt jetzt eine Modulklasse, die passt. Und wie man die an die Fassade bringt, das weiß man als Bauingenieur. Und dann hat man nur noch eine Tragwerkskonstruktion. Ob das jeder Solateur hinkriegt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber ja, das wird Standard. Und wie man an dem Haus sieht, ich sage normalerweise immer, was ich denke. Ich finde, das sieht einfach toll aus. Jetzt muss man natürlich Bauhäuser mögen oder schwarz-weiß, aber ich mag das zum Beispiel. Mhm. Aber das sehen Sie ja gar nicht, wenn Sie das Haus sehen, dass das Photovoltaik ist. Mhm. Das sehen Sie erst, wenn Sie darauf aufmerksam gemacht werden, dann sehen Sie es. Ja, haben wir ja auch andere Häuserbeispiele gehabt, wo das echt top aussieht. Herr Sekey, würden Sie sagen, als Ingenieur bei der Konzipierung, würden Sie in Zukunft, wenn Sie ein Haus vor sich haben, wenn Sie das Ganze konzipieren, würden Sie auf alle Fälle sagen, betrachtet die Fassadenmodule mit, rechnet es mit durch? Würden Sie sagen, das müssten wir standardmäßig mit überlegen? Also, wie ich schon erwähnt habe, in laufenden Projekten, die wir gerade planen, ist es so, ist das schon der Fall. Ich plädiere aber dafür, dass dieser, also grundsätzlich sollte man nach dem Bedarf planen.
mit einer gewissen Ausrichtung Richtung Zukunft. Das heißt, wie wird sich der Strombedarf des Kunden oder des Bauherrn, der Bewohner in dem Haus denn entwickeln? Und anhand dieser Aspekte, vor allen Dingen in Kombination mit Elektromobilität und vor allen Dingen Wärmepumpe, macht eine Fassadenanlage aus meiner Sicht absolut Sinn. Das zeigen die Zahlen und das zeigt auch jede Simulation, eben aus den genannten Gründen im Winter. Und aus meiner Sicht gehört das wirklich letztlich an jedes Haus oder auch an jede Fassade. Wir haben doch gar nicht mehr die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob Fassade, ob Dach, wie viel. Wir müssen unsere Energieversorgung komplett umstellen. Ein großer Anteil wird die Eigenversorgung dabei spielen, in Kombination mit der Speichertechnologie. Und ich bin gespannt, was die Zukunft noch bringt, wenn wir dann, ich sag mal, noch eine komplett ganz andere Batteriegeneration erleben werden. Da gibt es ja viele interessante Ansätze. Und die werden sicherlich auch nochmal ein ganzes Stück dazu beitragen, dass sich diese Entwicklung sehr stark fortschreiben lässt. Und vielleicht noch zum Schluss diese Anmerkung, das Potenzial. Es gibt da gerade aktuelle Untersuchungen dazu, die kann man nachlesen, dass aktuell nur 10% der möglichen PV-Flächen oder der PV-Erträge genutzt werden. Oder umgekehrt gesagt, wir haben noch 90% Potenzial an Flächen, die wir bisher überhaupt nicht nutzen. Was muss ich darüber diskutieren, wie groß jetzt die Effizienz oder der Ertrag pro Modul ist? Schaut drauf, was ihr nur könnt. Macht es vor allen Dingen im Neubau dann intelligent, also integriert, Fassaden integriert. Diese Ansätze gibt es ja auch schon, Stichwort WIPV. Und dafür plädiere ich und dafür mache ich mich persönlich auch stark mit meinem Büro und mit meiner Bauherrschaft. Und denen ich das so erzähle und die ich dahingehend beraten darf, die verstehen das in der Regel auch und setzen das dann auch bestmöglich um. Fast schon ein perfektes Schlusswort. Das ist echt super gut zusammengefasst. Ich muss aber trotzdem noch etwas zum Thema Speicher fragen. Wir haben ja PV-Anlagen auf dem Dach, da hat man dann 20-30% Eigenverbrauch am Tag. Aber diese Entwicklung mit den Fassadenmodulen, die Entwicklung mit den Wärmepumpen, wird auch die Bedeutung des Speichers weiter erhöhen, weil ich habe ja tatsächlich wirklich die Energie nur zur Verfügung, wenn ich den ganzen Kram speichern kann. Also ohne den Speicher geht in diesen Konzepten überhaupt nichts. Ja, selbstverständlich, weil das hatten wir schon, nur die Energieversorger wollen es nicht. Deshalb gibt es auch keine netzdienlichen Speicher. Dafür zitiert man dann Wasserstoff her, aber das weiß doch jeder. Der Speicher ist die Sonne in der Nacht und wenn ich nicht da bin und ich benötige halt einen Verteiler, ich brauche auch einen Leistungstransformator. Ja? Der Speicher kann ja nicht nur Energie machen, er kann ja auch Leistung machen. Das heißt, Herr Sekai kann, solange seine Batterie voll ist, auch für seine Wärmepumpe, die braucht das gar nicht, aber auch die beliebige Anschlussleistung bereitstellen. Auch das spielt eine große Rolle zukünftig. Gucken Sie sich an, 14a, alles was da kommt, das wird die Leute Geld kosten. Und es ist doch völlig klar. Das heißt, Herr Sekai hat hier eine Blaupause hingelegt, wie man sich über seinen Strombedarf im Winter Gedanken machen kann. Und das ist auch gleichzeitig Leistungsbedarf. Er hat ja auch den Leistungsbedarf runtergebracht. Und dafür wird er in Zukunft zahlen müssen, ob ihm das gefällt oder nicht. Aber er zahlt dann am wenigsten in der Nachbarschaft. Und das sind Dinge, die können Sie nur mit dem Speicher lösen. Dazu hilft Ihnen kein Smart Meter Gateway oder ein EE-Bus oder das Parteiprogramm der Grünen. Dazu müssen Sie selber machen. Haben Sie sich den Satz, die Sonne, der Speicher ist die Sonne in der Nacht, haben Sie sich den gerade ausgedacht? Nein, ich glaube, da gibt es einen alten deutschen Schlager von, jetzt müssen Sie noch sagen, Sonne in der Nacht und ich sage den Vornamen Peter und Sie sagen? Olaf? Alexander. Der ist zu alt. Ich wollte eigentlich Maffei sagen. Peter Maffei. Ja, das ist mein Landsmann. Aber sagen, wo ist das her? Der Speicher ist die Sonne in der Nacht? Wo ist das her? Das hat er nicht gesungen, der hat nur über Sonne in der Nacht gesungen. Ich weiß aber nicht, ob der nüchtern war. Also, ein super Satz. Vielen Dank, Herr Sekay. Vielen Dank, Herr Dr. Piepenbrink. Sehr gerne. Angst vor der Winterlücke? Das muss nicht sein. Es gibt ja Fassaden-PV und Hauskraftwerke. Das war autark, das E3-DC-Magazin.